Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Heute ist mein Thema das Gesetz der Anziehung und vor allem, wie du positive Umstände in dein Leben ziehst. Das Gesetz der Anziehung ist ein Naturgesetz, so wie es im physikalischen Bereich das Gesetz der Schwerkraft gibt, so gibt es im geistigen, im universellen Bereich das Gesetz der Anziehung. Aber was heißt das genau? Was bedeutet das Gesetz der Anziehung? Das Gesetz der Anziehung besagt, dass Gleiches Gleiches anzieht. Nur, wie setzt du das um in deinem Alltag, dass du dein Leben kraftvoll, positiv und glücklich gestalten kannst? Zunächst ist erst einmal wichtig zu verstehen, dass alles, was du aussendest, was du denkst, was du fühlst, was du tust, eine Resonanz erzeugt. Das heißt, wenn du gute Sachen aussendest, wenn du gute Sachen tust, wenn du gute Gedanken hast, dann kommen gute Dinge zu dir zurück. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn du von Ängsten getrieben bist, wenn du immer das Schlimmste befürchtest, wenn du stark zweifelst, wenn du dich selber einschränkst und wenn du starke negative Gedanken oder Verhaltensmuster hast. Das heißt, dann ziehen wir natürlich auch Negatives an. So ist es erst einmal wichtig zu verstehen, dass alles, was du aussendest, eine Antwort enthält. Jetzt ist natürlich bei manchen Menschen, und wir haben das alle ein Stück, dass ab und zu beim einen mehr, beim anderen weniger, mal negative Gedanken auftauchen. Ich kenne das auch. Und früher, als ich so 20, 30 war oder noch vorher, 14, 15, 20, 30 war es schon anders, hatte ich da mit einer Reihe negativer Gedanken zu tun. Und auch das kann man wandeln. Wichtig ist zu sehen, dass wenn du mal einen negativen Gedanken hast, aber da nicht wirkliche Kraft drin ist, nicht wirklich Energie, wird er sich auch nicht manifestieren. Und genauso gilt es umgekehrt, weil viele Menschen arbeiten mit Affirmationen, versuchen ihr Gehirn umzupolen von negativen Gedanken auf positiven Gedanken und irgendwie greift das Ganze nicht. Aber warum greift das nicht? Wenn manche Menschen sich so bemühen, positive Gedanken und Affirmationen auszusprechen, warum funktioniert das dann nicht immer? Und das hat mit deinem Unterbewusstsein zu tun. Denn wenn du in tieferen Schichten das Gefühl hast, wenn du zum Beispiel mehr Geld haben möchtest und denkst, du bist es nicht wert, ist diese Kraft stärker. Oder wenn du gerne abnehmen möchtest, aber dein Gewicht brauchst, um dich zu schützen, um gemütlicher zu sein, um das Gefühl zu haben, gewichtig zu sein, dann hilft natürlich auch kein positiver Gedanke, ich werde ab morgen schlank sein oder ich bin jetzt schlank, das greift nicht, weil diese tieferen Überzeugungen, wo wirklich Energie steckt, mehr Kraft haben als die oberflächlichen positiven Gedanken. Und das gilt eben auch im Negativen. Wenn du eigentlich in dir ein starkes Grundvertrauen und Urvertrauen hast und eher geneigt bist, die Dinge kritisch zu sehen, heißt das nicht, dass du in hohem Maße schwierige Umstände anziehst. Und dann lässt sich natürlich auch noch relativieren, was sind schwierige Umstände und was sind positive Umstände. Für mich waren viele Ereignisse in meinem Leben, die ich damals als Herausforderung gesehen habe, im Nachhinein ein unglaubliches Geschenk. Vielleicht hätte ich die ein oder andere Erfahrung, als ich 18, 19 war, als negativ bezeichnet, sicherlich sehr. Aber heute sehe ich, dass es ein großes Geschenk für mich gewesen ist. Also erst einmal vorweg, bevor wir überhaupt in dieses Gesetz der Anziehung und wie du dir ein glückliches Leben gestaltest, hineingehen, ist immer wichtig, dass die innere Haltung viel, viel stärker ist als die äußeren Umstände und dass manches, was sich als Unglück darstellt, am Ende wahres Glück sein kann. Also das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur auf diese Ebene positives, negatives Denken gehen, weil das ist für mich nicht tiefgreifend genug. Wir sind ja noch mehr als unsere Gedanken. Da gibt es noch unsere Seele oder einfach unsere kosmische, universelle Natur. Im Buddhismus würde man vielleicht sagen, das Nichts, die Leere, aus der alles entsteht.
also wir sind einfach mehr. Und in allem ist meine Ausrichtung das Größere, uns, unser unendliches Bewusstsein, unsere Seele mit einzubeziehen und uns nicht nur auf negative und positive Gedanken und Energien zu reduzieren. Und aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin eher jemand, der immer eher ein bisschen kritisch auf die Dinge geguckt hat. Also ich war nie so ein Typ, der immer nur gedacht hat, ja, alles wird gut, alles wird gut. Ich hatte es aber in meinem Inneren und das ist viel, viel wichtiger. Also wenn du vielleicht auch jemand bist, der ja öfter mal irgendwie zweifelnde Gedanken hat, der mir nicht jetzt so von der positiven Denkseite ständig kommt, sagt das gar nichts, weil die viel, viel stärkere Kraft auch noch als positive Gedanken ist die Kraft deiner Seele, dieses tiefere Angebundensein an eine höhere Kraft, die durch uns zum Ausdruck kommt und die noch eine ganz andere Dimension von Weisheit in sich trägt. Und ja, und wenn wir uns der hingeben, entsteht in uns ein ganz anderes Glück als das Glück durch positive Umstände. Aber gut, zurück. Heute sind wir beim Gesetz der Anziehung, bei ganz praktischen Dingen im Leben. Und da ist es erstmal wichtig, wenn du merkst, du hast bestimmte Umstände, die du immer wieder anziehst, dich zu fragen, wie sehen meine Gedanken aus, wie handle ich und wie fühle ich? Und dann schau mal, welche Resonanz bei dir besteht, dass du diese Dinge anziehst. Wir ziehen bestimmte Menschen immer wieder an, wir ziehen bestimmte Umstände immer wieder an, bestimmte Gefühle, aber es hat mit dem zu tun, was wir selber aussenden. Wir sind dann geneigt, anderen die Schuld zu geben oder dass das Schicksal es nicht gut mit uns meint oder wie auch immer. Nein, halt einfach inne, komm zu dir zurück, lass alle Gedanken, die du darüber hast und Interpretationen stehen und schau einfach nur einmal, was sende ich aus. Und wir sind auch geneigt, immer das auszusenden, was wir nicht wollen. Die wenigsten von uns sind wirklich klar und fokussiert, was ihnen entspricht. Die wenigsten sind wirklich tief mit ihrer Seele in Verbindung, dass sie spüren, das ist die Bestimmung, das ist der Weg, den ich gehen soll. Und da geht es eben nicht nur um oberflächliche Wünsche, wobei die wunderbar sind. Ich habe nichts gegen materiellen Reichtum oder dass man sich den richtigen Partner wünscht. Das ist ja auch ein tieferer Wunsch. Oder auch der Wunsch nach Reichtum ist der Wunsch, in Fülle zu leben, frei zu sein, sich nicht durch wenig Geld die Möglichkeiten einzuschränken. Also das ist alles legitim. Aber das Tiefere liegt eben in dieser geistigen, in dieser inneren Führung. Und wenn du weißt, wozu du hier bist, dann macht es Sinn, ganz klar auch in dir zu sein, was du willst und was diese größere Kraft, deine Aufgabe für dich vorgesehen hat. Denn die meisten Menschen wissen nur immer, was sie nicht wollen. Die meisten Menschen beklagen sich und wir merken, oh je, nee, das passt nicht für mich, aber was wollen wir? Und da ist wichtig, tiefer zu gehen. Da ist nochmal wichtig zu schauen, was will ich wirklich und womit ist mein innerster Kern, mein Auftrag, meine Bestimmung, warum ich hiermit wirklich erfüllt. Es macht wirklich Sinn, tiefer zu schauen und dann aber auch zu sehen, warum gehst du da diesen Weg nicht? Was hindert dich vielleicht? Was sendest du an Kräften aus? Ich will das und das nicht, aber wo stehst du nicht zu dem, was du wirklich willst? Das sind nochmal Faktoren, die du dir anschauen kannst. Und je klarer du wirst, wozu du da bist, was für dich wirklich wichtig ist, wie du deinem Wesen entsprechend, deinem tiefsten Wesen, deinem höchsten Ausdruck von dir selbst ein wunderbares Leben gestalten kannst, also ein Rahmen gestalten kannst, der deinem Wesen entspricht. Und es muss niemand anderem entsprechen. Es muss nur dir entsprechen. Und manchmal haben wir da Sachen im Kopf, die wir zu wollen scheinen, aber die uns gar nicht gut tun. Deswegen wichtig, immer wieder auch zu schauen, was ist das Tiefere, was ist das, was mich wirklich nährt und ja, und das dann für dich auch klar zu kriegen und dafür einzutreten. Und das erfordert oftmals auch Mut und die Erforschung, was tut meiner Seele, was tut dieser Erscheinung, die ich jetzt hier bin, gut zu leben und welchem Rahmen sollte ich dem geben. Und wenn es die ganze Welt anders macht, folg du dieser inneren Führung, dem, was für dich wirklich wesentlich ist.
Und wenn du dem folgst, dann ist diese Kraft so groß, dass selbst wenn du ein paar negative Gedanken hast, diese Kraft viel stärker ist und dich in deinem Leben vorantreibt. An sich natürlich eine Möglichkeit, das machen viele Menschen, überprüfen, was sind meine Gedanken zu bestimmten Dingen, die kannst du ändern, aber ich würde nicht zu viel Energie nur in dem Ändern von positiven und negativen Gedanken reingeben. Ich habe viele Menschen erlebt, die damit arbeiten, aber es ist zum Teil, es hat schon Erfolg und es ist Wahrheit, weil das, was du aussendest, kommt an. Aber wenn es nur an der Oberfläche bleibt, in luftigen Gedanken, dann ist das, ja, dann ist es eben luftig. Es muss in deinem Körper sein, es muss Unterstützung vom Universum auch bekommen oder vom Göttlichen, vom Größeren, damit es wirklich deiner Erfüllung dient. Und dazu möchte ich dich einladen, denn je mehr du deine Seele zeigst, dieses Größere, was hinter dir steckt, desto mehr wirst du wunderbare, positive Dinge auch in dein Leben ziehen, was deiner Seele wirklich dient und nicht irgendwelchen Beschränkungen deines Egos, was glaubt, das wäre für mich gut, aber deine Seele oder die größere Kraft weiß es oftmals besser. Oder eben du selbst, wenn du nach innen gehst, in Kontakt mit dem Größeren trittst und mit dem Größeren eins wirst. Das zum Gesetz der Anziehung. Also schau, was ist in deinem Leben, was entspricht mir, was muss ich dafür tun, welche Gedanken, welche Einstellung muss sich dazu ändern und welche Verhaltensweisen. Denn du kannst nicht mit demselben Verhalten, wenn du das immer wiederholst, andere Ergebnisse erzielen. Also nach dem Gesetz der Anziehung, du gibst etwas raus und dann bekommst du das Ergebnis. Wenn du mit dem Ergebnis, was du momentan in bestimmten Bereichen deines Lebens hast, nicht wirklich zufrieden bist, kannst du das jetzt nicht mehr auf dieselbe Art und Weise an die Dinge rangehen, weil du wiederholst nur und trittst auf der Stelle. Also es ist nötig, nachzuschauen, entspricht das, was ich mir wünsche, eigentlich wirklich meinem innersten Wesen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und welche unbewussten Anteile halten dagegen, sind von etwas anderem überzeugt? Das ist der nächste Punkt. Und dann vor allem auch dementsprechend handeln. Denn nur Gedanken sind kraftvoll, aber es erfordert an wichtigen Stellen auch deine Handlung und dich führen zu lassen. Und vor allem auch einer größeren Aufgabe, die auch anderen Menschen dient, zu folgen. Das heute von mir zum Gesetz der Anziehung. Ich freue mich, wenn du in die Kommentare schreibst, welche Erfahrungen du mit dem Gesetz der Anziehung gemacht hast. Ich werde auch noch weitere Folgen, noch sehr viel spezifischer, dass wir in einzelne Themen noch tiefer eintauchen können. Das Gesetz der Anziehung im Bereich Liebe, das Gesetz der Anziehung im Bereich Erfolg, wo wir einfach noch mal konkreter darüber sprechen können. Schreib gerne in die Kommentare deine Erfahrungen. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich freue mich auch, wenn du dieses Video likest und meinen Kanal abonnierst. Dir eine gute Zeit und ganz viel Glück.